125 Feuerwehrleute waren seit der Nacht über viele Stunden in Lindlar-Oberhappach im Einsatz. Dort brannte die Fertigungs- und Zuschnitthalle eines Sägewerks in voller Ausdehnung. Das Feuer griff auch auf das angrenzende Bürogebäude über, konnte aber dank beherzten Eingreifens vor der völligen Zerstörung gerettet werden. Anders sieht es bei der Halle und dem Spänebunker aus. Die Gebäude wurden völlig zerstört. Wegen akuter Einsturzgefahr konnten die Einsatzkräfte nur von außen löschen. Noch in der Nacht rückte ein Abrissunternehmen mit Spezialgerät an, um Dachgiebel, Teile des Dachs und Außenwände einzureißen. Die Brandursache ist unbekannt. Die Polizei wird dazu die Ermittlungen aufnehmen.